Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute müssen wir über ein Schwimmbad in Göttingen sprechen. Und zwar wurde Anfang Mai im Schwimmbad Göttingen die Oben-Ohne-Regelung beschlossen. Das heißt, Frauen dürfen dort bis einschließlich August Wochenends ohne Bikini-Oberteil schwimmen gehen. Entschieden wurde das, nachdem eine non-binäre, biologisch weibliche Person sich obenrum freigemacht hatte, bevor diese Entscheidung getroffen wurde. Sie hatte vom Schwimmbad Hausverbot bekommen und hatte daraufhin geklagt. Daraufhin haben Feministen für das Oben-Ohne-Recht gekämpft. Mit Erfolg offensichtlich. Ziel ist es, die nackte weibliche Brust zu entsexualisieren. Es sei eine unnötige Sexualisierung der Frau. Die sekundären Geschlechtsmerkmale einer Frau sollten nicht verdeckt werden müssen. Dann mal eine Frage. Zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen gehört bei beiden Geschlechtern auch die Schambehaarung. Zu den sekundären Geschlechtsorganen beim Mann gehören die vermehrte Körperbehaarung an Brust, Bauch, Rücken, Achseln und im Schambereich. Bei der Frau setzt mit Beginn der Pubertät das Brustwachstum sowie der Schambehaarung ein. Würdet ihr eure Schambehaarung offenbaren? Sollten wir Männer auch unsere Schambehaarung zeigen dürfen? Dann laufen wir alle mit dieser komischen Unterwäsche hier rum. Oder können wir uns eher darauf einigen, dass man einige sekundäre Geschlechtsmerkmale verdecken sollte? Außerdem, warum denn bei der Entsexualisierung der Brust stoppen? Was ist mit der Vulva? Ist es da in Ordnung, dass die sexualisiert wird? Fordert doch auch die Befreiung davon. Und wenn nicht, können wir uns dann auch darauf einigen, dass eine gewisse Sexualisierung von Frauen in Ordnung ist? Vor allem wurde die Debatte ja losgetreten von einer biologischen Frau, die sich als non-binär identifiziert. Sprich, ihr Argument war ja eigentlich, dass ihre eigene Brust keine weibliche sei. Ihr sollte es also eigentlich nicht darum gehen, dass alle Frauen ihre Nippel zeigen dürfen, sondern nur non-binäre, biologische Frauen. Aber nur nebenbei ist es Blödsinn zu sagen, sie hätte keine weibliche Brust, nur weil sie non-binär ist. Weiblich bezieht sich ja in dem Falle nicht auf die Geschlechtsidentität, sondern auf das biologische Geschlecht. Und das kann man immer noch nicht durch Nennung einer anderen Identität ändern. Bei dieser Logik sollten doch aber dann auch non-binäre Personen gar keine Unterhose tragen müssen. Das ist immerhin kein männlicher Penis, der da unten rumbaumelt, es ist nur ein Körperteil. Wie kann mein Penis ein Geschlechtsmerkmal sein, wenn ich doch gar kein Geschlecht habe? Wer oben ohne baden gehen möchte, kann ja immer noch an den FKK-Strand gehen, wo man Gleichgesinnte findet. Dort wird man dann auch nicht von irgendwelchen Creeps angestarrt. Ich bin ganz ehrlich, ich würde nicht mit jemandem zusammen sein wollen, der seine Brüste in der Öffentlichkeit zeigt. Ist mir egal, ob mir das anerzogen wurde durch die Gesellschaft oder irgendwas, es macht keinen Unterschied. Für mich ist die weibliche Brust etwas Anziehendes, etwas Erotisches, etwas sehr Schönes und etwas sexuell Erregendes. Ich will mir die Magie von weiblichen Brüsten nicht kaputt machen lassen, nur weil ein paar Feministen keinen Bock haben, zum FKK-Strand zu gehen, um nackt baden zu gehen. Feministen tauschen hier für jede Frau die Entsexualisierung der weiblichen Brust gegen die Anziehung der weiblichen Brust. Männer, die 2 bis 3 Mal die Woche ihre Bahnen schwimmen gehen. Schwimmbadmitarbeiter, die jeden Tag Brüste sehen. Sie alle werden die Brüste ihrer Frau nicht mehr sexuell erregend finden, nicht mehr anziehend finden. Und weshalb? Weil Feministen keinen Bock haben, zum FKK-Strand zu gehen. Danke für nichts. Und nur so nebenbei, hier gibt es auch keine Ungleichbehandlung im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes. Die weibliche Brust ist im Gegensatz zur männlichen Brust ein sekundäres Geschlechtsmerkmal. Schambehaarung muss auch verdeckt werden, obwohl es nur ein sekundäres Geschlechtsmerkmal ist. Man vergleicht hier also offensichtlich Äpfel mit Birnen und will eine Gleichbehandlung davon. Diese ganze woke Scheiße geht mir langsam richtig auf den Sack. Jede Bewegung, die einen guten Ursprung hat, weil sie zur Gleichberechtigung beitragen möchte, driftet völlig ab. Es geht fast nur noch um die Sonderbehandlung solcher Leute. Man will seine eigene Weltanschauung der kompletten Gesellschaft aufdrücken. Leute wie ich wollen im Schwimmbad in Ruhe schwimmen können, ohne sexuell erregt zu werden. Frauen, die oben ohne schwimmen wollen, können das am FKK-Strand machen. Dafür sind sie da. Diese Frauen wollen allerdings jetzt überall oben ohne schwimmen. Können, was meine eigene Freiheit wieder einschränkt. Ist es das, was wir im Jahr 2022 machen? Die Freiheit einer Minderheit gegen die Freiheit der Mehrheit eintauschen? Obwohl die Minderheit ihre Freiheiten ja an anderen Orten trotzdem ausleben können. Und ja, ich weiß, das oben ohne Schwimmen gilt nur in Göttingen und auch nur als Testlauf bis August. Aber das Ziel der Feministen ist ja, das überall durchzudrücken. Und glaub mir, ich bin der Erste, der dagegen klagen wird. Und was ist mit Religionen, wo es den Anhängern nicht erlaubt ist, die weibliche nackte Brust von anderen Frauen zu sehen? Sollen die sich dann komplett vom Schwimmbädern fernhalten? Ist es dann nicht Diskriminierung, wenn man alle Badeanstalten für diese Leute unzugänglich macht? Mit der Trennung zwischen FKK-Bereichen und Schwimmbädern könnten diese Leute trotzdem zum Schwimmbad gehen. Und an all die Feministen, die finden, man solle die weibliche Brust entsexualisieren. Wenn ich euch fragen würde, ob ihr mir euren nackten Unterarm zeigen würde, wäre das doch bestimmt kein Problem, oder? Da würde ja keiner was Sexuelles vermuten. Außer man fragt natürlich wie so ein Creep. Würde ich euch aber genauso normal fragen, ob ihr mir eure nackten Brüste zeigt. Würdet ihr es tun? Ist doch nichts Sexuelles, oder? Dann kann man die doch auch jedem zeigen, der nett fragt, oder nicht? Und zu guter Letzt noch folgende Info für alle Feministen. Viele Männer, die euch bei Free the Nipple unterstützen, wollen einfach nur eure nackten Brüste sehen. Nicht alle wollen es der Befreiung wegen. Googelt mal Sneaky Fuckers Strategie oder Kleptogamie.
Hab da was in der Videobeschreibung verlinkt. Kurz gesagt beschreibt es ein Verhalten wie zum Beispiel, Frauen überall zu unterstützen, wo es nur geht, in der Hoffnung, erfolgreicher in der Partnersuche zu sein. Man sagt ihnen, was sie hören wollen, um zu kriegen, was man kriegen will. Und was ist mit eifersüchtigen Frauen? Sie werden es auch nicht schön finden, wenn ihre Partner überall von nackten Brüsten umgeben sind. Ist es in Ordnung, deren Gefühle zu invalidieren? Beziehungsweise sie zu ignorieren? Aber das soll es erstmal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked das Video gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare, ich lese die immer alle durch. Hier tauchen jetzt noch 2 weitere Videos auf, die ihr auf jeden Fall gucken solltet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!